bist. Bezaubernd. Herzchen, lass das. Hüte die Zunge hinter deinen süßen Lippen. So ein Spektakel wie mit Phantasma möchte ich nicht auch erleben. Ich wäre nicht der erste tote Kellner Chicagos. Ja, da ist mein Sugar Daddy wohl im schlechtesten Moment hereingeschneit. Gut, dass er ihn nicht abgeknallt hat. Mit einem Bein im Grab. Ich war ein süßer Spatz vom Rand, der noch vom Fliegen nichts verstand. Laut Hunger schrie mit den anderen aus der Brut. Vom wahren Leben und der Welt hat mir niemand hier erzählt. Und da kam Daddy und da wurde alles gut. Ein süßer. Würde Giorgio sehr viel bedeuten, wenn ich unseren neuen Song mit ihm singen würde, nicht wahr? Glauben heißt, nicht wissen wollen, was wahr ist. Wenn ich nur singen dürfte. Aber die Experten meinen... Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat. Aber Sie sagen, es wäre unmöglich. Die meisten Menschen haben einen Moment in ihrem Leben, wo sie große Dinge tun können, in dem ihnen nichts unmöglich erscheint. Ja, es könnte aber gefährlich sein. Ich habe Angst. Glaubst du, ich könnte es schaffen? Die meisten Menschen glauben das gern, was sie wünschen. Oh, ich wünsche es so sehr. Was würde ich nicht alles dafür tun? Sich selbst geben ist mehr als nur geben, Antonia. Ein Freund ist ein Mensch, der die Melodie deines Herzens kennt und sie dir vorspielt, wenn du sie vergessen hast. Denke an ihn, ja? Sing für Giorgio. Mein Herz singt himmelhoch leicht und beschwingt, so wie die Rose erblüht, zerbrechlich und zart, o joie de vivre. Schön, la joie de vivre, wunderbar, die Seele mir singt, so klar, Feuer, das ewig brennt, mein Herz niemals satt enthält. Oh ja, wunderbar, ich liebe es, dann weiß ich es, ja. Denke an Giorgio.